Eine lange Ballsaison geht zu Ende. Doch den Hausball des Siedlervereins wollte sich niemand entgehen lassen. Der Siedlerverein Stadtland Siedler hat eine große Tradition. In den 20er Jahren hat die Gemeinde Dreiskirchen hier Grundstücke an arbeitslose, arbeitssuchende Menschen quasi verschenkt und das Baumaterial vorfinanziert und in Nachbarschaftshilfe wurde diese Siedlung errichtet. Das war der erste Schritt. Mein Beitrag dazu war, als dieses Gasthaus geschlossen wurde und verkauft wurde, hat die Gemeinde das Gasthaus gekauft. Vorne sind Wohnungen und hier ist der Siedlersaal. Damit ist gewährleistet auch das Vereinsleben für den Siedlerverein und Pensionisten alle. Es ist ja jeden Freitag Siedler, gemütlicher Abend und wie gesagt heute Hausball. Dann machen sie noch verschiedene Veranstaltungen, einen Kärntnerabend, Weihnachtsfeiern, also alles. Es ist immer was los hier und das ist halt das Leben einer Stadt und damit auch der Stadtratssiedlung. Und mit dem Stadtrat Mücke haben wir einen idealen Mann, der hier immer wieder mit seiner Familie, mit seiner Frau, aber auch mit einer Reihe von Team, die hier mithelfen, Veranstaltungen organisiert. Der Siedlerverein war eigentlich schon immer etwas außerhalb der Norm. Ob das angefangen ist mit dem Osterratschen, wir haben noch eigentlich eine eigene Gruppe Osterratschen-Jungen oder Buscher, die auch ganz alleine das machen und nicht mit der Kirche gemeinsam. Das haben sie immer getrennt, oder? Die haben gesagt, nein, sie machen es für die Siedlung. So machen wir auch unseren Ball deswegen außerhalb, weil es fast schon Tradition ist. Aber der Grund eigentlich wirklich dafür ist unser Herzogbau aus Mödling, das ja unsere Musik seit über 10 Jahren bei uns spielt und in der Zeit des Fasching als Herzogsbau überhaupt keine Zeit hat, um eben Auftritte zu machen. Deswegen haben wir uns geeinigt und haben gesagt, wir verschieben eben um 14 Tage und machen heute den Hausball, damit wir unsere Musik bei uns haben. Was zeichnet denn euren Siedlertum eigentlich aus? Ihr seid ja wie eine riesige Familie hier. Ja, das ist wahr. Eine Familie, muss man sagen, eine ganz große Familie. Es sind halt mehr alte Leute, aber wenn sie heute sehen werden, unsere alten Leute, oder wir vis-à-vis hier sitzen, die Golden Girls, sie nennen sich so, weil sie alle über 80 Jahre sind, aber genauso feiern wie Jugendliche. Ein Beispiel für sie vielleicht, nehmen wir an, voriges Jahr 10 Golden Girls, 117 Klopfer getrunken. Auf eine Stunde ungefähr haben sie die geköpft und haben gesagt, so, der Jugend zeigen wir es, wir sind noch agil und wir feiern weiter.